Hallo Leute, willkommen zurück zu unserem kleinen Mini-Let's Play hier, oder kleinen Let's Play, ein bisschen größerem Let's Play hier. Da hinten ist unsere Base vom letzten Mal. Ich glaube, wir haben Glas gebraucht, kann das sein? Ich weiß nicht ganz genau mehr, was wir brauchen. Ist jetzt ein paar Tage vergangen. Ich habe heute, jetzt gerade vorhin, meinen Führerschein endlich geschafft. Hab die Endprüfung bestanden und bin gerade super happy. Und muss natürlich für euch noch ein paar Folgen aufnehmen. Ihr habt gemerkt, dass bei mir jetzt dann ein paar Sachen ausgefallen sind. Ich glaube, gestern ist Train Fever ausgefallen. Das war nicht beabsichtigt, aber ich bin arbeiten und hin und her. Und ja, ich bin jetzt eine Woche arbeiten. Ja, ich glaube, das habe ich sogar angesagt. Kann das sein? Ach, kein Plan mehr. Auf jeden Fall hatte ich da keine Zeit aufzunehmen. Und auch nicht zu produzieren, weil ich einfach übel spät nach Hause gekommen bin. Dann hatten wir noch eine Geburtstagsfeier, die ich nicht eingeplant habe. Und dann, naja, dann ist es halt so gewesen, dass ich für euch keine Folgen mehr hatte. Das war ein bisschen problematisch. Wir haben nichts zu essen, what? Moment einmal, wir haben nichts zu essen, das kann böse enden. Ich hoffe, heute laufen außerdem... Ja, ich weiß, dass ich keine Kalorien mehr habe, aber warte mal, hier sind Fische. Warte mal, hier sind Fische. Hey, hey! Hey! Bleib hier! Fisch! Fisch! Gibt doch gar nicht. Haut den Fisch einfach ab. Mein Abendessen. Fisch. Fisch. Lass doch mal so schnell ein Abendessen. Eins der letzten Abendessen essen wahrscheinlich, bevor wir umziehen. New creature discovered! Naja, ja. Was können wir denn heute noch so schönes machen? Lalalala. Ja, ich habe mich jetzt auch mal beim Captain Skuma sein Team beworben und muss jetzt dann noch eine Stimmprobe abgeben. Weil ich will Synchronisationsteam mitmachen. Jawohl. Ist gut. Jetzt haben wir das Glas, jetzt nehmen wir den Abbauer in die Hand und gehen mal zu unserer Unterwasserbase. Ich habe mich auch ein bisschen weiter nochmal in Subnautica eingelesen und habe bemerkt, es gibt Eier. Und jetzt hat... Nein! Oh, fertig. Ich mag einmal in meine Hütte rein. Hüllenstärke, was? Minus 1, was? So schnell kann man noch gar nicht lesen. Hier irgendwo war vorne außerdem noch Bord. Ich habe das gesehen. Ich habe es gesehen, Leute, jetzt finde ich da. Wollte gerade sagen, jetzt finde ich es nicht mehr. Aber wir haben hier einen schönen Spawnpunkt. Oh, da ist noch so ein komisches Dingsel. Lass mich raten, das ist ein Seemorph oder sowas wieder. Land aufgesammelt. Nee, brauchen wir jetzt gerade nicht mehr. Seemottenfragment, spinnt ihr? Von denen habe ich schon genug. Mal kurz auftauchen, Luft schnappen, einmal wieder untertauchen und das Zeug sammeln. Ja, letztes Mal haben wir ja, glaube ich, die Tiefen des Roten Meeres erforscht. Und, ich habe mein Handy mal wieder vergessen zu starten, die Zeit. Ja, meine Tastatur hat heute irgendwie einen Black Screen. Naja. Kann ja auch mal sein, muss man die verzeihen, die sind eine super Tastatur. Und für super Tastaturen gibt es auch mal Auszeiten. Jetzt muss ich jetzt mal schnell nochmal insgesamt 4 Folgen aufnehmen. Irgendwie so halt und so, ne? Ich weiß noch nicht. Oh, ey. Ich schreck mich die ganze Zeit schon vor diesen fucking Viechern. So. Hier noch ein Quartz. Wie sind die Viecher hier überall rumschwimmen? Titan. Ist nicht, was ich mir erhofft habe, aber naja. Besser halt nichts, ne? So, tauchen wir mal auf. Vielleicht sehen wir dann, was wir noch mal brauchen könnte. Also da ist ein Quarz, da hinten ist noch so ein Stein, da ist noch ein Stein. Emergency. Readings from the Aurora show severe instability in the primary drive core. The central dark matter reactor will reach a supercritical state. In T minus 10, 9, 8, 7, 6. Mag ich sehen! 5, 4. Oh,
Boom! Holy shit! Whoa! Ja, jetzt brauchen wir Blei. Bauen jetzt einen Bleianzug. Gegen die Strahlung, weil sonst sind wir bald ziemlich schnell tot. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Das kann ich euch sagen. Hey, ich konnte dich vorhin auch kaputt machen. Jetzt, oh. Da hat sie jetzt gerade weggeschleudert, der leckt mich am Arsch. So. Ich hasse die Geräusche. Oh Gott, da oben ist wieder so eine von diesen Scheißviechern. Ist der tot? Ist der tot? Ist der tot? Nein, der ist nicht tot. Scheiße. Oh, ich hasse euch Viecher. So. Aber immer gut gelaunt sein. Wo meine Mutter hat. So. Jetzt ist es nicht lustig, weil es ist überall radioaktive Strahlung, wenn ich mich hier ums Schiff herum und ich weiß auch nicht, wo genau. Also, es könnte sein, dass wir eine Strahlung stemmen, ne? Also, so ganz schön an Strahlung und so. So. Man merkt irgendwie, dass ich heute extrem gut gelaunt bin. Ich hätte Chlor herstellen können. Chlor! Das neue Eisen. Glas, Silikon, Chlor. Ups, ich kann ein Computerstück. Wieso habe ich Silbererz dabei? Hä? Wo ist Silbererz? Moment mal. Kleiner Würfellager. Lagerwürfel, ups. Titanbaren Energiezelle. Eine Energiezelle sind zwei Batterien und das ist Kupfererz und Säurepilze. Also eine Energiezelle ist jetzt nicht das große Problem. Konstruktor, Bauplan, Schmierstoff auf Titanbahn, das ist ja alles gar kein großes Problem, oder? Also wir wollen Titanbahn, das sollte jetzt nicht der größte Aufwand werden. Den Strahlenschutzanzug brauchen wir ganz dringend, bedeutet zwei Blei, zwei Silikon. Was war das jetzt gerade eben? Das habe ich noch nicht gelesen. Kreislauf-Tauchgerät. Verbrauch weniger Sauerstoff in Tiefen. Größeren Tiefen. Hm. Kabelsatz und Silikon. Gut. Temperatursensor. Strömungsgenerator. Es wird eine starke Strömung. Ich verstehe nicht, was es sich bringen soll. Schwerkraftsphäre zieht kleine Objekte an. Also, manchmal. Ich muss euch sagen, das Spiel ist super, aber ich. Was bringen sich die beiden Sachen? Kannst eine Strömung erstellen? Toll, super, fliegt eins zum anderen Punkt hin. Was bringt es mir? So, ich habe einen Erbauer. Was brauche ich hier noch so schön? Ist gerade nichts. Also, ich würde mal schauen, dass wir vielleicht ein bisschen Eisen noch daher holen. Sollte heute eigentlich auch mit den FPS ein bisschen besser laufen. Ich habe noch mal ein bisschen rumgespielt an allen Einstellungen und hoffe einfach mal, dass es jetzt besser läuft. Wie viel Kupfer haben wir denn überhaupt? Kupfer, das ist schon sehr viel weniger. Ha, genauso viel wie wir brauchen. Jetzt doch mal, jetzt brauchen wir nur noch Säurepilze. Und ich weiß auch, wo wir die herholen. Wieder mal aus den Tiefen des Wassers. Säurepilze, Säurepilze. Ich bin gespannt, wie allgemein die Serie bei euch ankommen wird. Weil ist ja ein eher nicht so typisches Spiel, glaube ich jetzt mal. So. Mach mal eine Batterie. Zwei Batterien. Und der Batterie. Der wird mal Silikon für uns. Silikon wird gemacht mit Quatsch. Super! Ich habe wieder Silikon verbraucht. Energiezelle. Die ist überhaupt nicht groß. Maschinen. Ein Konstrukteur.
Ich zeig auch gleich euch. Ich zeig auch gleich mal, was sich der Konstrukteur bringt. Ich mag nur schnell was gucken. Und zwar Module. Fabrikator 2 Titan, den können wir bauen, das ist kein Problem. Du brauchst einen Kabelsatz und einen Computer. Wollt ihr mich verarschen? Du brauchst zwei Glas und einen Titan. Und du brauchst zwei Titan. Du bist ein Schild, du brauchst ein Kupferdraht, okay. Und so ein großes Ding braucht Glas und Titan. Gut. Hätten wir das auch schon mal? Werden wir gleich alles machen. Wir müssen das hier aus. Ja, ja, ist ja gut. Findest du mal so niedlich, wie er dann sagt, guck mal, du kannst den platzieren. So. Wir werden den hier so in der Mitte mal aufstellen, bedeutet hier. Der baut sich jetzt hier so schön auf. Sollte eigentlich alles gut Platz haben. Wir setzen uns jetzt mal rein in den Konstrukteur. Man sieht schon, dass außenrum fliegen jetzt so ein paar kleine Viecher rum. Und wenn ich jetzt hier auf den Benutzer klicke, kann ich Fahrzeuge machen. Und dann gibt es hier den Zyklopen und... Ah, ich habe nur einen Zyklop momentan. Weil ich noch nicht die anderen Baupläne ausgelesen habe, ja. Aber sieht man zum Beispiel, wir brauchen da Plast, Stahl, Barren, 5-mal emailliertes Glas, 5-mal 2 Schmierstoff und erweiterter Kabelsatz. Halb müde und halb froh. Ist nicht ganz so billig, dafür ist es ein riesengroßes U-Boot, also es geht dann von da nach da und dann müssen wir die Konstruktur wahrscheinlich auch noch mal umstellen. Muss lassen, ich habe den da wirklich blöd platziert. So, aber da kann man nachher auch natürlich andere Sachen noch bauen. Aber wir sollten jetzt erstmal schauen, dass wir von draußen erstmal noch ein weiteres Stückchen bauen. Ein Korridor, einfacher Korridor. Bauen wir einen einfachen Korridor mal nach da. Weiß noch nicht ganz genau, wie ich das bauen will. Aber man kann natürlich jetzt hier auch einfach drüber einen Raum setzen. Man kann hier noch einen riesigen Raum dran setzen. Also das ist dann wirklich XXL. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt gerade schon lohnt. Schutzstruktur, bla bla bla. Du bist irgendwie so ein Bindeglied, dass man... Ach, wenn man sozusagen eine Höhe nicht macht, dann wird das eingesetzt oder was? Sozusagen Höhenersatz, wenn da gerade mal eine Höhe übersprungen wird. Alter, diese Viecher, die sind ziemlich nervig. So. Welcome to board, Captain. So, aber wir brauchen jetzt ein Modul. Und zwar das Fabrikator. Den können wir mal hier anbringen. So. Und wir brauchen diese Kiste. Zwei Titan, Kabelsatz, Computerchip. Weil, warte mal, ich kann auch mal gucken, wie wir Energie produzieren können. Zwei Titan fehlen mir. Die kriege ich schnell aufgetrieben. Die kriege ich ganz schnell aufgetrieben. Spätestens jetzt merkt man wieder, dass ich komplett verrückt im Kopf bin. Kiste. Kiste. Und ich hatte einen Stand. Ich hatte einen fucking Barren schon. Ah. Und ich will dann auch ganz schnell die Dinger machen, weil wir haben hier natürlich auch noch ganz viel verbringt. Erweiterter Kabelsatz. Oh, warte mal. So. Bedeutet, wir werden jetzt mal einfach mal wieder untertauchen. Lass mich. Und müssen einmal zu der Base. Wo ist denn die Base? Base, da bist du Base. Da könnten wir im Großen und Ganzen nicht dann hier das U-Boot irgendwie parken oder zu da vorne an einen Riff ranbringen oder da vorne rein. Wer weiß, man kann es ja alles so schön hier planen. Wir müssen jetzt erstmal hier so ein bisschen vorplanen. Wie würde das denn hier bauen? Leute, ich muss das ja einmal hier hinsetzen. Dann kann ich nämlich mit der Energie gucken, ich die hier aufstellen kann, muss. Dann wird es nicht hier aufgebaut.
zack, und schon haben wir hier Energie.